Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, wir stehen vor dem Score-Stadion und ein Gegner wartet hier noch gespannt auf uns, und zwar Deleon, der Champ der Galar-Region, Deleon, der Unschlagbare. Und ja, wir wollen den entthronen und hoffentlich auch so einen coolen Mantel bekommen, wo alle Logos hier von Galar drauf sind. Und ja, die Leute hier warten schon gespannt auf den finalen Kampf und ich kann den auch kaum erwarten. Mein Team für den Kampf wird so aussehen. Ich weiß, dass Deleon ein Glurak hat. Also dafür haben wir Tiamat, weil ja, ist glaube ich der perfekte Konter für Glurak, ne? Flug, Feuer gegen Wassergestein, das wird vielleicht gut ausgehen, ne? So, ich habe außerdem irgendwie die Vermutung, das habe ich irgendwie noch nie erwähnt, aber ich meine, er hat auch den restlichen Starter noch, weil, weiß ich nicht, als wir ganz am Anfang mit Hopp unsere Starter ausgewählt haben, ne, da hat Deleon über wie heißt das Ding nochmal, Flegion, ne, so ist die Entwicklung, ne, Vermillon, irgendwie so was, den Wasserstarter. Er hat jedenfalls den Wasserstarter irgendwie so angeguckt, so im Sinne von, ja, ich nehme dich mit, keiner will dich, dann nehme ich dich mit. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der den Starter irgendwie in sein Team hat. Und ja, weiß ich nicht. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was der haben könnte. Und ja, ich habe jetzt dieses Team genommen. Wird vielleicht in Ordnung sein, ne? Mal schauen. Gut, in dem Sinne sage ich dann, wir gehen jetzt mal ins Score-Stadion und hoffentlich kommt jetzt nur Deleon und nicht nur irgendwie 5 Kämpfe vorher. Und ja, wir sorgen dafür, dass ein neuer Champ geboren wird. Ein Hoch auf mich, jawohl. Mach Deleon fertig, ich weiß, dass du das schaffst. Keine Ahnung, wer gewinnen wird. Na, ich. Es hat für den entscheidenden Kampf, du bist schon so weit gekommen. Jetzt musst du einfach gewinnen, Daniro. Wir siegen unschlagbaren Deleon und läutere eine neue Ära ein. Jawohl. Ein Pokéball. Boah, ist gerade nichts Interessanteres zu sagen. Deleon fertig, ich weiß, ob du dort schaffen kannst. Wie sie sagen, aber unser Leiche, glaube ich. Darf ich die Hand schütteln, bitte? Na klar. Ich bin nicht mal berührt. Danke, ich werde mir nie wieder die Hände waschen. Danke für die Unterstützung. Du bist ein großes Vorbild, an die irgendwann will ich mal so sein wie du. Ja. Gut. Gut, dann. Die Leute sind auf meiner Seite, die meisten. Das Champ-Match, der entscheidende Kampf gegen den Champ beginnt gleich. Bist du bereit, Deleon herauszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann zieh bitte eine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. Hey, er ist voll kacke. Vor allem die Arena-Leiter konnten in ihren Klamotten herumlaufen, ne? So, sind wir bereit? Ja, ne. Komm, schaffen wir. Man war gegen Kampf jemals schwierig. Los, Daniro, Deleon, du bist unser Champ. Daniro, Daniro, mach ihn fett, Champ. Los, Deleon. Mach schon, du schaffst das, Daniro. Die Nummer 200 betritt die Arena. Alles klar. Und endlich stehen wir den Champ gegenüber. Was schon von Anfang an natürlich klar war, aber jetzt ist der Tag endlich gekommen. Die Nummer 200 gegen die Nummer 1. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum habe ich noch nie. Hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, dass du vor 3 Tagen geleistet hast, Daniro. Du hast in Deinalos gefangen und die Zukunft der Galar-Region gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Sakya und Zamazenta gekämpft. Das macht dich zu einem waschechten Helden und einem wahrwürdigen Gegner. Ich habe dich entdeckt und dein Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Wenn ich jetzt noch schaffe, Heraussuch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Können als Champs. Dann mal los, Daniro! Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galar-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galars für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen, jetzt Champ-Time! Und die da oben dreht natürlich wieder durch. Ausgerechnet jetzt. Gut, dann komm her. Oh,
Abfall gemacht, genau wie Hopp. Und die Wangen jetzt so einmal anklatschen. Champ Deleon fordert dich heraus. Naja, eigentlich fordere ich ja dich heraus, aber okay. No. Nimmt sein Umhang und ein Duongatana. Schwert und Schild hätte ich eigentlich kommen sehen müssen. Tja, aber das Buchlegum zu beißen ist Teil meiner Rolle als Champ. Und die Schiedsrichterklamotten hat er an. Level 62, oh Gott. Und er setzt jetzt nicht als erstes Dingens ein, oder? So, wenn ich Glück habe, one-shottet den hat. Los, komm. Hätte kein besseres erstes Pokémon an Front packen können. Jawohl. Einer erledigt. Das war sehr effektiv. Was anderes hätte ich auch natürlich nicht erwartet. Komm schon. Genau wie Hopp, ey. Okay, Volltreffer. Ein Volltreffer, nicht schlecht. Ja, die Musik kommt mir bekannt vor. Max sagt, oh Gott. Ja, jetzt wird das schon wieder. So, gegen dich. Ist ja nicht irgendwie auch ein altes Thema. Ich mach mal Kehrtwende, ne? Wenn du nichts dagegen hast. So, und ich nehme Magikasam wegen Fee. Hoffentlich setze er Drachenattacke ein. Ich bin voll unterlevelt für diesen Kampf. Oh Gott. Nee, das wird nichts. Na, Dreck. Muss jetzt irgendwas Blödes einkommen. Dreck. Ich soll damit daneben hauen können, ne, Kollege. Okay. Sehr effektiven Angriff werde ich mir den Sieg holen. Okay, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ich habe nichts gegen Drachen. Eisenschweif und Erdbeben. Ich glaube Blackwing. Wäre jetzt nicht so schlecht, ne? So. So, wie du hast irgendeine Feuerattacke oder so, ne? Wutanfall. Ich dachte. Okay. Stahl ist. Sturzflug. Oh Gott. Der Kampf könnte nicht so einfach werden. Wer hätte es gedacht, ne? So, warte mal. Handelt das Ziel vor dem Anwender? Ja, das wird ja nicht passieren, ne? Das ist Sturzflug eingesetzt. Mit Wunderfall kann er sich ja verwirren am Ende, ne? Na, ist nicht sehr effektiv. Das ist vom Volltreffer kommen. Ah, ist blöde. Oh, der setzt wahrscheinlich Top Genesung jetzt ein, ne? Er ist eingeloggt in. Boah, jetzt hätte ich schön Magikasam einwechseln können, ne? Jetzt glaube ich das Ending, die das Credits Thema von. Ich setze jetzt mal ein Ding ein. Top dran. Ich habe gar keine Top Genesung. Was ist los mit mir? Doch da, boah. Aber noch ein Top-Trank gerade. Ich werde nicht darum herumkommen, ein paar Tränke hier einzusetzen in den Kampf. Wie es ausschaut, also wenn ich Glück habe, dann verwirrt er sich jetzt und haut sich selber kaputt. Das wäre jetzt natürlich sehr gut. So, Stahlflügel kommen. Jetzt setzt der Top Genesung ein, das gibt es jetzt nicht. Der hat gewartet, bis sie, obwohl er war ja eingeloggt in dem Dingen, ne?
Das hätte er jetzt nicht machen können. So, Wutanfall ist das physisch. Ich habe irgendwie noch nie gesehen, dass Stahlflügel zweiter Effekt irgendwie aktiviert wird. Also Verteidigung erhöht wird und so, ne? Ja, aber solange er das macht, ist dann eigentlich noch relativ angenehm. So. Jetzt wäre nochmal Verteidigung gewesen, ne? Boah. Ich muss noch einen Trank einsetzen, das geht nicht anders. Und das ist jetzt der zweite Pokémon, ne? Ich werde noch gefährlicher, habe ich so viel hier. So, jetzt hau ich mal selber oder irgendwie sowas. Und zum Glück habe ich Überrest auf Blackwing. Das hilft gerade sehr. Na, Stahlflügel. Hau dich selber. Jawohl. Boah, hat viel abgezogen. Hey, die Verteidigung. Das gibt es jetzt nicht. Der setzt wahrscheinlich noch mal Top-Genesung ein, ne? Was soll ich selber? Nein. Egal, weg. Hoffentlich. Ja, gut. Das erste Pokémon ohne Probleme erledigt und dann kommt Max Zack zur Ecke und uns alle weg, weil ich nichts gegen Dachen habe. Ich hatte was gegen Dachen, aber hat es nicht gemacht. Na. Ja. Der Puldra. Oh, ja, nur Drachen-Pokémon. Ja, das Geist, ne? Ja, komm. Oh, du hast Flammenwurf, ist klar. Ja. Das Geist Drache, ne? Auch nichts gegen Abschlag. Ja, von Lauch wird nichts aushalten. Unlicht. Du wirst aber schneller sein als Dingens, ne? Aber du hast auch nicht. Aber dich brauche ich, werde ich gegen Glurak brauchen. Ja, von Lauch hat eine Menge Angriffskraft, also ich habe so ein Gefühl, ich werde Little Mary noch brauchen. Ja, Problem ist natürlich, wer ist schneller, ne? Ja, der hält auch nicht viel aus. Little Mary einsetzen. Jetzt wahrscheinlich eine Hoffnung, hier irgendwie schneller zu sein, wenn ich Glück habe, ne? Denn gibt's jetzt nicht, ey. Ja. Kaputt. Ja. Ey. Für jedes Pokémon, das ich von denen kaputt mache, haut der mir zwei weg. Das geht so nicht. Ja, von auch. Ich habe nur zwei Pokémon. Komm schon. Du bist mir ein bisschen zu krass. Der hat noch vier Pokémon. Drei nach diesem Abschlag. Spukball. Gut. Komm schon, das haut den nicht kaputt, oder? Ich bin ein Schlag. Na. So, gut. Volltreffer natürlich. Alter. Laubklinge. Mit hoher Volltrefferquote, ja. Ich komme sowieso irgendwie dazu, das einzusetzen. Ja, blöd ist, der ist nie schnell genug, also. Pantifrost. Ja, du bist Psycho, gegen alle sowieso keine Chance. Also ja,
Gut, jetzt kann Igni dagegen einsetzen und direkt wieder Kehrtwende. So. Mit Mary. Einmal die schneller ist. Ja. Psychogenese. Ja. Ich habe sie enttäuscht. Es tut mir leid. Gut. Wir müssen nie im Leben schneller sein als Igni. Komm. Ich hau ich weg mit Feuerball. Gut. Komm. Ich habe einen Duren gerade weggehauen, aber ich dachte den auch kaputt hauen. Sehr gut. Wenigstens, wenn ich Igni einwechsle, dann kann ich mich darauf verlassen, dass der was kaputt haut. Aber so, jetzt gucken wir mal. Ich wusste es, ich habe sowas von gewusst, ey. Der hat den Starter, ey. Ich habe sowas von gewusst. Was mache ich denn jetzt? Ich bin so blöd, ne? Na, oh, der ist sogar schneller. Ja, super. Oh, ich wollte eigentlich nur meinen Pokémon schenken. Voll eigentlich gar nicht. Ja, Lil Mary, ne? Oh Gott, das überlebe ich nicht. Das Ding ist nie im Leben schneller als. Du willst gestreichelt werden, das ist schön für dich. Ja, und dann kommt auch noch Dingens, ne? Top-Leber. Also was hier? So. Ich glaube, Blackwing ist das einzige Dingen, was hier gerade noch was gegen Inteleon ausrichten kann. Wenigstens werden diese Zuneigungsdinger hier nicht ausgelöst. So, alles ist noch gut. Wenn er jetzt gleich Dings noch einsetzt, ne? Aber der wird wahrscheinlich irgendwie so was wie Erdbeben haben oder so, ne? Gegen Tiamat. Ja, ich kann jetzt nicht wirklich machen, hier Sturzflug kommt. Drehendrüse. Sind glaube ich angespannt, ne? Ja, egal. Wird schon. Sturzflug Schaden kann ich wieder hochheilen mit Dingens. Oh. Aber jetzt was? Ja, ich tue mich lieber vorbereiten, ja. Ja, nehme an, du haust nicht mit Präzisionsschuss einmal weg, ne? Ja, ne, ein lange fällt er nicht mehr aus. Natürlich lieber meine Pokémon, die alle wieder beleben. Ja, Igni, weil ich brauche noch, weil es schneller ihr wird. Alter, ey. Auch viel zu überlevelt, der ist 10 Level höher als ich. Ey. Wir hatten ja Probleme gegen das Viech gerade gehabt, gegen Endynalos. So, ich muss ein bisschen Strategie jetzt hier einsetzen. So, wehe, raus, sie mit einem Schlag weg. Komm, komm, komm. Nein, komm schon, ein Schlag hältst du aus. Komm, das gibt's jetzt nicht. Ey. Nicht mal ein Schlag. Ja, was soll ich da machen gegen das Viech? Hey. Hey, ich kann nichts machen. Frau Tiamat. Ja. Warte mal, der hat ja Offensivweste, ich Idiot. Ja. Na, egal. Das einfach nicht, ey. Ah, Blackwing, der ist der einzige, der jetzt zwei Schläge aushalten kann.
ich vielleicht zwei Pokémon wieder bewegen kann. Kannst du mal Präzisionsschuss hier verbrauchen oder so? Boah, ich habe noch nie in einem Champion-Kampf so viele Items hier benutzt, ey. Na, Tiamat. Du hast Offensivweste an, also Spezialverteidigung hoch. So. Ja, was mache ich hier, ne? Steinagel. Haut doch so was von daneben, pass auf. Tränendrüse kommt auch noch dazu, ey. Dieser Pisser. Bis halt. Aha. Na, weißt du was hier? Boom. Deiner Brocken. Muss ich jetzt einsetzen. Und boom. Jetzt kommt er gleich mit seinen Lurang, setzt Erdbeben ein und mein Tiamat ist weg. Pass auf. Beim das Viech kommt jetzt wahrscheinlich eher ran, ne? Machen wir sowieso Schaden. Na. Ja, macht trotzdem voll dicke Schaden. Ja, jetzt kommt sein Gelurat, ne? Im Sandsturm. Ja, bringt alles nichts, wenn der jetzt Erdbeben einsetzt. Tötet die Spezialverteidigung. Moment. Mein Champion ist noch nicht vorbei. Er ist vorbei. Das lasse ich nicht zu. Ja, Englisch und Deutsche Sachen miteinander vernetzen. Nicht gut. 65, ey. Das ist echt der härteste Kampf bisher, ey. Na gut. Ja, also nicht jetzt, ne? Zeig dir jetzt, was Glurak drauf hat. Geiger Dynamax. Jetzt kommt er mit Erdbeben. Pass auf, wie viel mal wetten hat er jetzt Erdbeben einsetzt und mein Tiamat weghaut? Wie viel mal wetten? Komm. Du musst nur meinen Steinattacke einsetzen, dann bist du weg. Flo. Boah, der ist ja noch schlimmer. Das gibt's jetzt nicht, Mann. Ah. So, jetzt habe ich hier einen Geiger Dynamax des Glurak, dem ich mich hier rumschlagen muss. Oh, sehr gut. Na, oh, ich habe nur noch Blackwing. Nein. Ja, das schaffe ich nicht. Ich habe keine Chance gegen den, ey. Wie viel Top-Beleber ich hier schon benutzt habe. Alles ist langsamer als den seinem Team. Jetzt die Champ Time noch weiter auf Glurak. Zeit für Giga Feuerflug. Ja. Dreck, ey. So, so machen wir den jetzt platt. Pass auf. Wenn du mal nicht mit Einschlag irgendwas kaputt haben willst, wäre sehr gut, aber ich brauche eigentlich gar nicht Top-Leder einsetzen. Was soll ich machen? Ich, den Kampf kann ich gar nicht gewinnen, ey. Was soll ich hier machen, Mann? Ich krieg übelst auf die Fresse. Wenn ich einen Angriff mal überleben würde. Warum hat der überhaupt eine Pflanzenattacke? Was kann der denn überhaupt? Solarstrahl? Oh Gott, hat den Sonnentag irgendwie. So, keine Ahnung. Nee, den Kampf kann ich nicht mehr gewinnen. Bin jetzt zu schlechten Position gerade. Solarstrahl.
Gut. Was? Okay, dann. Okay, Solarstrahl könnte mich jetzt noch retten, so habe ich so Gefühl. Warte, was hat der Solarstrahl? Eine Feuerattacke, Flammenwurf muss ich machen oder Feuersturm oder irgendwie was, irgendeine Feuerattacke, ne? Wenn ich Glück habe und setzt Solarstrahl ein, ne? Okay. So, du bist ja jetzt nicht. Hast du denn noch alles an Angriffen? Ich muss ja meine ganzen Toppen über hier wegballern, ne? Ja, den bringt nichts. Ich muss Tiamat wieder haben. Wenn ich Glück habe und dann setzt Solarstrahl, ja, ne? Ich habe eine Idee. Antikraft, ja, super. Gut. Jetzt noch mal auf Nummer sicher. So. Ja, von Lauf wird nichts aushalten. Egal. So, gut. Ja. Bitte nicht die Werte erhöhen oder irgendwie so was, ne? Da wird's voll doof. Und mit etwas Glück kann Tiamat das jetzt hier reißen. Ja, du hast Antikraft, irgendein Feuerangriff. Mann, Flugangriff ist auch noch haben, so, aber ich werde jetzt kaputt auch mit Steinhagel. Pass auf, vierfache Schwäche, Solarstrahl, kein Ding. Damit habe ich gerechnet. Jetzt kommt der Steinhagel. Geh weg. Jawohl. Oh Gott. Ja. Fast all meine Top-Leber und so verballert. Aber auch Rad, was? Der für eine Bandentasche gespräch in der Krieg, okay, was 110? Ja, wie schön hat dieser Angriff jetzt kommt, ne? Oh. Und da hatte der gemischte Gefühl. Das war's mit meiner Champion. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Ja, gleichfalls. War wahrscheinlich einer der schwersten Kämpfe, die ich im Pokémon je hatte. Oh Gott. Aber wir haben es geschafft irgendwie. Zwar mit einem Haufen Items, aber war jedenfalls 10-mal spannender, als wenn ich mit einem gleich starken Team reingegangen wäre, habe ich so ein Gefühl. Und ja, na, da ist meine Mutter. Mein Glückwunsch, Daniro. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu ziehen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer. Und dafür sollst du gefeiert werden. Jetzt, aber so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommenden Zeiten verbessern. Daniro, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaube an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Galar, ihr seid alle gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Daniro ist euer neuer Champ. Wer so stark ist wie er, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lass uns gespannt verfolgen, was in was für eine Zukunft er uns führen wird. Ein Hoch auf die Nummer 200. Oh, Credits, ne? Boah. Okay, boah. Gut, ich mache mal kurz meine Controller hier weg. Das war anstrengend. Also, krass anstrengend. Also ja,
Aber ich habe jetzt auch nicht gerechnet, dass er jetzt mit so Level 65 um die Ecke kommt. Ich habe jetzt so mindestens gedacht, vielleicht Level 60 wie in deiner Loss. Aber ja, der macht jetzt mal so einen Sprung von 10 Level. Er war irgendwie krass. Aber das war trotzdem gut. Und ja, wenn ich jetzt mit, weil nicht Pokémon um die Ecke gekommen wäre, die jetzt 10 Level stärker gewesen wären, dann ja, dann wäre es nicht so spannend gewesen. Ich habe zwar Unmengen Items, ich fühle mich, weiß nicht, ich hätte gerne den Kampf ohne Items oder so gewonnen, aber ich hoffe ja, man kann den Kampf irgendwann mal wiederholen oder so. Und dann werden wir versuchen, auf dem hoffentlich gleichen Level und ohne Items mal zu gewinnen. Aber dann wäre der Kampf auch jetzt echt nicht so spannend gewesen, ne? Also diese, also war ich, das Level war gegen mich auf jeden Fall und Typen auch, also aber trotzdem irgendwie habe ich es dann noch geschafft. Und ja, ein etwas erschummelter Sieg, so fühlt sich an, aber wie gesagt, sonst wäre es nicht so spannend gewesen und ich bin zufrieden eigentlich. Ich fand den Kampf extrem, also ja, ich fand, ich habe mir den schon erkämpft irgendwie gerade. So, aber gut, genug vom Kampf. Da jetzt der Credits kommen, würde ich mal sagen, ich tue so ein kleines Fazit oder als Spiel reinpacken, ne? Ich nehme an, das Spiel ist noch nicht vorbei, gibt bestimmt so ein bisschen Post-Game-Content, ne? Also ich weiß mindestens zwei Sachen, was wir noch machen können. Wir müssen einmal mit diesen einen Typen reden, der mir irgendwie diesen Fangorden oder irgendwie sowas gegeben hat. Er hat gesagt, komm mal, nachdem du den Champ erledigt hast, wieder. Und dann müssen wir noch hier nach Dings gehen, zu diesen einen Typen, der in Engine City ist, bei diesen Containern. Dann irgendwie sagt, komm zurück, wenn du Champ bist. Also er wird noch hier weitergehen, irgendwie vielleicht ein bisschen Competitive Sachen, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, ja, ich gebe trotzdem mal mein Fazit ab. Mir hat das Spiel gefallen, also ja, ich bin jetzt in den Spiel reingegangen, so, ich habe jetzt nicht einen Meilenstein in der Pokémon-Geschichte erwartet. Ich habe jetzt auch nicht, also ich hatte schon so ein paar Anforderungen an das Spiel gehabt, aber oh Jesus, Jesus hat an dem Spiel gearbeitet. Und ja, ich habe nicht das allerbeste Pokémon-Spiel aller Zeiten erwartet, aber von dem, was ich erwartet habe, war eigentlich richtig in Ordnung. Mir hat das Spiel gefallen. Ein paar Sachen hat es gut gemacht, ein paar Sachen hat es nicht so gut gemacht. Was es nicht gut gemacht hat, zum Beispiel den EP-Teiler, den man nicht abstellen kann. Also warum? Ich finde, man hätte wenigstens schon so die Wahl haben sollen, ob man allen Pokémon Erfahrungspunkte geben kann oder nicht. Der begrenzte Pokédex, mich hat das nicht gestört. Also ich gehe in jeder Pokémon-Generation immer mit einem komplett neuen Team rein. Ich tue mir immer die neuen Pokémon fangen, anstatt irgendwie ein Team aus alten Pokémon noch reinzupacken, weil ich die neuen Pokémon halt sehen und erfahren will und so. Von daher, deswegen, mich hat das jetzt nicht interessiert, ob jetzt einige da ausgelassen worden sind oder nicht. Also mich hat das kein bisschen gestört, aber andere Leute schon. Alles klar. Ende. So. Weiß nicht, wo werde ich jetzt hier rausgelassen? Speichervorgang. Gut, dann würde ich gerne hier so. Gut, dann würde ich mal das hier so stehen lassen. Ne, da hat es gespeichert. Also, da kann ich nur so weiter mein Fazit geben. In der nächsten Folge sehen wir dann mal, als nächstes passiert, wenn ich. Oh, hallo! Cool! Das ist mein Team. Und ja, schön. Ja, ist mal nicht schlecht, ne? Ja, ich würde den Bildschirm jetzt hier nochmal so kurz lassen, damit ich so mein Fazit geben kann, ne? In der nächsten Folge gucken wir nochmal, wie es weitergeht. Also mich, Pokédex, ne? Pokédex hat mich nicht gestört.
Andere Leute haben sich darüber übelst beschwert, aber mich hat das überhaupt nicht gekratzt. Also ich fand 400 Pokémon, das reicht doch. Also jetzt nicht so, als würde man jedes einzelne Pokémon benutzen. Also was soll's. Ja, mein Lieblings-Pokémon scheint nicht hier zu sein. Traunfugel. Ja, was soll man machen? Ne? Ich habe die 200 auf meinen Rücken. Das reicht doch wohl. Es ist seelisch bei mir. Wer weiß? Vielleicht werden ja irgendwann Nationallex oder so hinzugefügt. Wir sind ja auf der Switch, da können ja irgendwann downloadable Contents und so herauskommen. Das ist jetzt nicht unbedingt da um Möglichkeit. Also ja. Was gibt's noch? Story. Story war jetzt, ich würde schon fast sagen, nicht so vorhanden, ne? Also ja. Wie gesagt, Pokémon erwarte ich jetzt auch nicht so viel. Das ist genau wie bei Super Mario. Ja, du gehst dahin, rettest irgendwie ein Königreich, eine Prinzessin oder irgendwas anderes. Und ja, Pokémon ist halt genau das gleiche. Du sammelst 8 Orden, tust Top 4 erledigen, was wir. Die Arena-Leiter waren mehr oder weniger Top 4 am Ende, ne? Also jetzt so, wie ich darüber nachdenke, ne? Also ja. Siegst in Champ, bist Champion, dann machst du irgendwie so ein bisschen Post-Content, ne? Kampf, Zone, was weiß ich, was das hier geben wird. Und ja. Also, storymäßig, das hat ja alles. Pokémon hat ja noch nie so eine richtig fesselnde Story oder so. Manchmal gibt es hier so ein böses Team und so, das noch nebenbei kaputt geklatscht werden muss. Und ja. Aber sonst. Also die Sache ist irgendwie die, das hat ja alles irgendwie so erst mit Pokémon Schwarz und Weiß angefangen. Das war ja richtig ungewohnt damals irgendwie da diesen Charakter hier N, die Bösewicht hatten irgendwie relativ ja nachvollziehbare Ziele. Die wollten Pokémon befreien von ihren Trainern und ja. Pokémon Schwarz und Weiß war dann sehr ungewohnt, dass die Story auf einmal so ernst zu nehmen war und so tiefgründig, ne? Das kam schon, war schon so merkwürdig halt für ein Pokémon-Spiel. Also, und die meisten Spiele gehen jetzt auch so darauf, ne? Die neuesten Pokémon-Spiele gehen ja immer so mehr ein bisschen auf Story. Und das hier hat ein bisschen so nachgelassen, das fand ich aber dann auch schon wieder ein bisschen doof. Weil du hast, das habe ich mit dem Vegas auch schon irgendwie so besprochen. Und es ist irgendwie aufgefallen, du hast nicht wirklich irgendwie eine Bedrohung in diesem Spiel. Ne? Du hast jetzt hier eine Challenge, eine so eine Sportveranstaltung, sag ich mal, an der du dich beteiligst. Und dann gibt es noch Team Yell, die jetzt null Bedrohung sind. Ne? Die tun ja nur dich eigentlich bedrohen, weil du jetzt ein Challenger bist. Die wollen dich aufhalten, dass du irgendwie hier an der Challenge weitermachst und so. Aber ansonsten so. Und dann kam irgendwie so erst in den letzten Spielstunden, das man war jetzt die letzten 2 Stunden erst, dann kommt auf einmal hier dieser Rosé und kommt hier und macht ein bisschen Chaos und das ist dann innerhalb von einer Stunde dann wieder behoben, weil ich ein bisschen schade finde, weil der Typ, ich habe so das Gefühl, den hättest du richtig gut so als Bösewicht schreiben können, ne? Der hatte so eine Art, will jetzt nicht Giovanni sagen, ne, aber der hatte so ein kleines Feeling an Giovanni irgendwie, den hättest du irgendwie so eine nachvollziehbare Version, jetzt nicht so in your face böse Giovanni, sondern eher so, ja, ich tu ja Intrigen schmieden oder irgendwie sowas. Irgendwie so habe ich mir ihn vorgestellt, aber der hat irgendwie nichts gemacht und dann kommt er hier genau wie heißt das nochmal, Team Plasma aus Schwarz und Weiß. Er hatte wieder so ein Ziel, das du so halbwegs nachvollziehen kannst und hat es nur voll extrem durchgesetzt und kommt wie ein Bösewicht vor. Und eigentlich, das hättest du irgendwie so über Spiel so noch lang erzählen können. Ja, so, weil nicht, diese beiden Schwert- und Schild-Pokémon, die kamen auch voll spät vor, haben auch nicht wirklich irgendwie eine Bedeutung in dem Spiel, habe ich so gefühlt. Die hättest du zum Beispiel schon viel früher irgendwie erwecken können, die, oh, da ist der Bildschirm ausgegangen. Weiß ich nicht. Wir haben ja am Anfang des Spiels getroffen. Jetzt hätten wir zum Beispiel da hingehen können und sagen können, ja,
wir haben die jetzt irgendwie erweckt und jetzt tauchen die überall in Galar auf und sie sorgen für dieses Geiger Dynamax Phänomen und weil nicht, du rennst dann irgendwie durch die Gegend und es tauchen Geiger Dynamax Pokémon auf und dann hättest du vielleicht nur irgendwie so ein, so wie bei Endynalos und Dynamax Kampf irgendwie so hier und da mal reinpacken können, das wir aufhalten müssen. Also du hättest ja viel mehr irgendwie da machen können, ne? Jetzt so im Vergleich zum Team Aqua und Team Magma zum Beispiel, die hatten ja auch das Ziel, die wollten Landmasse oder mehr erweitern, ne? Und die hast du auch die ganze Zeit überall irgendwo gesehen und so, und du hast jetzt das Gefühl gehabt, ja, ist nicht alles so friedlich in dieser Welt. Und Team Rocket sowieso, ne, die haben, weiß nicht, Städte eingenommen, die hast du ja in Städten gesehen, die haben hier so eine Spielhalle eingenommen, eine Basis da gehabt, die haben eine ganze, hier Silphco, dieses ganze Gebäude haben die eingenommen, also die haben ja wirklich irgendwie sich überall aufgehalten und waren so richtig in die Fresse irgendwie von dir. Und ja, hier hast du nix. Fand ich ein bisschen schade. Also so, du hast ja wirklich nur so an so ein Turnier teilgenommen und das die ganze Zeit verfolgt. Und das ist jetzt auch, ja, das ist jetzt so ein ganz anderes Feeling irgendwie. Du bist jetzt nicht eine Person, die ja von Stadt zu Stadt zieht, in der Arena teilnimmt. Das sind jetzt, weiß nicht, wie viele Leute hat, waren hunderte von Leuten, jetzt alle an einem riesigen Turnier teilgenommen haben. Und ja, also sowas, weil mich so ein Meisterschaftsfeeling irgendwie, das ist eine ganz andere Atmosphäre, aber trotzdem hätte man vielleicht noch so irgendwie so Gefahren reinpacken können. Und keine Ahnung, wie gesagt, ich fand das mit Rosé, da haben sie ein bisschen so, weiß ich nicht, so ein bisschen verschwendet. Den hättest du richtig gut schreiben können, so als Bösewicht. Hätte so ein richtig komplexer Bösewicht sein können, der irgendwie ein nobles Ziel hatte. Und ich glaube, ich rede schon ein bisschen zu lange über das, aber das hat mich so ein bisschen gestört, dass das gefehlt hat. So, was sonst noch? Grafik, es interessiert mich eigentlich, ich finde das Spiel sieht schön aus. Also, wie gesagt, auch kein grafischer Meilenstein, aber ich finde das Spiel sieht gut aus. Charaktere sehen gut aus, Pokémon sind gut gelungen. Ich weiß noch, in Pokémon Schwarz und Weiß gab es viele Pokémon, die Leute nicht gemocht haben. Hier fand ich, kamen viele gute neue Pokémon. Ja, Kramor, guck ich meiner Kramor an. Kamallen. Starter sind ein bisschen merkwürdig, dass die alle so menschlich irgendwie aussehen. Das, aber was soll's. Mopeko, auch cool. Coole Pikachu-Version von dieser Region. Charaktere waren auch in Ordnung. Fand ich jetzt Design richtig gut. So, was noch? Story, Charaktere. War es eigentlich schon, ne? Also, mir hat das Spiel gefallen. Also, ich hatte Angst, dass das Spiel zu einfach wird mit den ganzen geteilten Erfahrungspunkte, das hätten sie, wie gesagt, machen sollen, dass man auswählen kann, ob man EP-Teile anhat oder nicht. Aber ja, am Ende war es dann ja doch nicht so einfach, wie man gesehen hat. Aber das lag jetzt auch wahrscheinlich daran, weil ich jetzt nicht wusste, welches Level der Champ war oder so. Also, das kam jetzt auch so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Und ja, also so. Ich gab schon Stellen, habe ich auch richtig, einige Arena-Leiter waren auch nicht so einfach. Vor allem, wenn du noch nicht weißt, was auf dich zukommt und so. Und ja, war schon heraus. Das einfachste Pokémon-Spiel war es auf jeden Fall nicht an einigen Stellen. Aber das ist, glaube ich, immer so, wenn du irgendwie neue Pokémon hast, dann musst du erstmal gucken, was können die alles, was für ein Typ sind die, was für ein Level sind die Arena-Leiter und so. Aber ja. Also nicht so casual, der Vegas meint ja auch, es ist ein sehr casual Game, aber pff,
finde ich jetzt nicht so. Also für mich ist Casual, wenn das Spiel wirklich irgendwie deine Hand hält, viel zu sehr deine Hand hält und weiß nicht. Und liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich irgendwie mit, weil ich mir selber als Spiel ein bisschen erschwere. Ich nehme jetzt nicht die super dicken Brocken an Pokémon in mein Team. Ich, wenn ich Pokémon gefangen habe, habe ich mein Team rausgenommen, damit die nicht überleveln. Ich habe auf Dings, auf Fests hier gespielt, also dass die Pokémon nicht gewechselt werden und so. Ich heiße, also es gibt schon Möglichkeiten, das Spiel einen sich ein bisschen zu erschweren und spannender zu machen, so wie mir hat gefallen würde. Und ja, ich würde sagen, das war es dann eigentlich, ne? Ich habe jetzt glaube ich schon so gute 10 Minuten geredet, ne? Aber muss ja mal sein, ne? Ich muss ja mal sagen, wie mir das Spiel gefallen hat und so, ne? Und ist ja noch nicht vorbei, ne? Ich nehme jetzt mal an, da wird noch so contentmäßig was kommen, ne? So ein bisschen Story gibt es ja immer noch so nach dem Spielen. Ich muss noch die legendären Pokémon fangen, also das legendäre. Ich nehme an, ich kann jetzt nur das Schwert Pokémon fangen, ne? Und ja, das wird ja auch irgendwann mal noch kommen. Aber fürs Erste würde ich dann mal sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge geht es dann mit irgendwas weiter, ne? Ich werde auch für heute irgendwie nicht weiter aufnehmen, weil mein Hals tut jetzt irgendwie, meine Kehle tut irgendwie voll weh, wo ich erst so 2 Stunden oder so aufnehme, noch nicht mal. So ungefähr 1,5 Stunden nehme ich erst auf und ja, ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Also ja, werde ich wahrscheinlich in die Tagen irgendwann mal weitermachen. Und ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt noch dran, um zu gucken, wie es weitergeht. Und ich sehe euch dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Abonniert, liked, kommentiert und all sowas. Ne? Das wäre voll nett. Und tschüss. Thank you.